Hallo und herzlich willkommen zum Aufgebraucht-Video für den Monat September. Der ist in 2 Tagen um und ja, ich möchte euch gerne zeigen, was wir aufgebraucht haben. Ich fange mal mit den unspektakulären Haushaltsprodukten an, der Rasen auch einfach ganz schnell durch. Wir haben einmal von Denkmit dieses Antikalkpulver leer gemacht. Das kommt mit 1,5 Kilogramm. Habe ich schon ganz oft nachgekauft und werde ich immer wieder nachkaufen. Früher habe ich immer das Flüssigzeug davon gekauft, aber der Umwelt zuliebe lieber ein Pappkarton mit Pulver. Und ja, kostet knapp 3 Euro, komme ich Ewigkeiten mit hin und gebe es zu jeder dritten, vierten Wäsche mit dazu. Ja, genau. Dann haben wir 2 Kerzen leer gemacht. Das sind die 2, sind die gleichen, die sind beide von Airwick Sommerbrise. Hier sieht man es besser, Sommerbrise. Das ist hier so eine Art Folie, die war halt um das Glas rum und hier ist die so leicht abgegangen, deswegen habe ich die abgenommen. Sind ziemlich gut runtergebrannt, hier ist noch ein bisschen was drin an Wachsresten. Ich werde die beiden Gläser jetzt weghauen. Ich habe aktuell die stehen, die ich mir bei Action gekauft habe, die kleinen. Und hinter euch quasi, hier hinter dem Bilderrahmen, da sind meine ganzen anderen Kerzen und da sind auch noch ein paar Wax-Malz und so weiter. Ich will das erst alles jetzt aufbrauchen, bevor ich mir irgendwas Neues kaufe. Und jetzt ist nachher die Weihnachtszeit und dann ist nachher der Lebkuchenduft und Vanilleduft und so. Ja, aber das ist so ein toller Duft, würde ich mir auf jeden Fall nachkaufen. Habe ich auch mal bei Action, ich glaube, für 1,29 geschossen, keine Ahnung, irgendwie so. Dann sind 2 Spülmittel leer gegangen. Einmal Palmoliv und einmal Denkmit. Das Denkmit stand bei uns zu Hause. Botanic Dream. Das ist eine Limited Edition, ich glaube noch vom Winter letzten Jahres. Ich habe einen Geschirrspüler, dementsprechend ich wasche nicht so oft ab. Halt nur bestimmte Dinge. Deswegen reicht zum Teil immer Ewigkeiten. Ich habe jetzt für zu Hause eins von Frosch nachgekauft. Das war auch irgendwie im Angebot für, ich glaube, 88 Cent. So eine ganz große Pulle. Und die kleine kostet auch schon 75 und dementsprechend habe ich dann die große genommen. Und also bis ihr dann wieder sowas hier sehen werdet von zu Hause, wird Ewigkeiten dauern. Beim Wochenendhaus, da habe ich das leer gemacht. Das ist dieses von Palmolive mit Limone. Da waren 750 Milliliter drin. Dort haben wir keinen Geschirrspüler. Und deshalb wasche ich dort halt immer ab. Und da hat sich das große rentiert mit, wie gesagt, 750 Milliliter. Ich habe aber, dummes Kind wie ich war, für dem, wir nennen das Ding Wochenendhaus immer Bungalow. Also wenn ich mal vom Bungalow spreche, nicht verwirrt sein, das ist das Wochenendhaus. Da habe ich so eine kleine vom DM gekauft. Habe ich dann nicht die große gekauft, habe aber auch egal. Auf jeden Fall hat mir das sehr gut gefallen, hat gut gerochen und würde ich mir auch tatsächlich nachkaufen. Habe ich irgendwann auch mal im Angebot gekauft. Ist ja ganz oft so, dass ich Dinge im Angebot kaufe. So, dann bleiben wir gleich beim Abwaschen. Ich habe meine Geschirrspültabs leer gemacht. Das sind die von Denkmit, die Nature. Die finde ich super, weil die eine lösliche Folie haben. Da musst du also nicht noch extra irgendwie noch was austüdeln und das alles extra wegschmeißen. Du hast halt einfach nur diesen Karton. Wenn ihr was im Hintergrund hört, das ist Noel, der da total durchdreht. Weil ich gerade von der Arbeit nach Hause gekommen bin, wollte euch aber das Video abdrehen, weil das ja alles sich schon stapelt seit Tagen. Und ich ihn noch nicht rausgelassen habe, deswegen macht er da im Hintergrund Krach. Ja, also 30 Tabs drin, super, gibt es von mir eine dicke, fette Kaufempfehlung für und ja, zeige ich euch so oft, ne? So, dann habe ich von Frosch diesen Spiritus Glasreiniger. Ich kaufe den immer in der großen Verpackung, weil da kostet er 1,89 Euro. In dem Nachfüllpack sind 500 Milliliter drin und kosten 1,49 Euro. Und hier sind 1000 Milliliter drin. Also ein himmelweiter Unterschied. Auch recyceltes Plastik. Frosch an sich sehr, sehr gute Marke. Würde ich immer wieder nachkaufen. Ja. So, dann haben wir 2 Tees leer gemacht. Oder ich vielmehr. Ja, die habe ich alleine getrunken. Teekanne Prinzessin Lillifee habe ich zum Geburtstag bekommen von meiner lieben Freundin der Susanne. Das war, sie hat mir ein Paket gepackt und da war eine riesengroße pinke Tasche drin mit ganz viel Maskenzeugs von Müller und einmal halt die und halt eine pinke Handtasche, eine große, die ich jetzt im Sommer ganz oft mitgeschleppt habe. Ich weiß nicht, ob ich euch die auf Instagram schon gezeigt habe, aber die ist wirklich gut. Und der Tee, da habe ich erst am Anfang gedacht, Himbeer, ich bin absolut, Himbeer finde ich
eklig. Ich mag keine Himbeeren essen. Ich mag sie nicht riechen. Ich mag sie nicht in einem Joghurt. Ich mag sie nicht frisch. Bäh. Meine Mom, die liebt die total. Nee, ich mag das absolut nicht. Fand aber den Tee sehr, sehr lecker und würde ihn mir durchaus nachkaufen, wenn ich ihn finden würde und Teekanne mal wieder im Angebot ist. Jetzt habe ich stehen den frechen Flirt. Bleibt so stehen. Und dann noch einmal ein Weihnachtstee, steht drauf, frohes Fest. Habe ich auch mal von einer Freundin aus Köln zugeschickt bekommen, von vor 2 Jahren, glaube ich. Und der wäre jetzt im Dezember abgelaufen. Und jetzt habe ich gedacht, ach komm, es war die Tage halt ein bisschen kälter immer. Und immer, wenn es kalt war, habe ich den getrunken. Er war okay, aber man hat den Zimt rausgeschmeckt. Und Zimt mag ich tatsächlich nur bei Milchreis mit Zimt und Zucker. Ich mag auch keine Zimtsterne so wirklich essen. Auch wenn ich die mal hier gebacken habe, irgendwann mit Nadine, aber ist nicht so ganz meins. Deswegen, ich würde mir den Tee nicht nachkaufen, weiß auch gar nicht, wo der her ist. Steht dann hier. Hier steht unten nur friesische Teespezialitäten, Heiko Blume GmbH und KUKA AG aus Friedeburg, Germany. Ja, cool. Ja, aber kein Nachkaufprodukt. Aber leer gemacht. So, dann eine Taschentücherbox aus dem Penny. Schönes sommerliches Design. Aktuell steht eine von DM bei mir auf dem Tisch. Dann von WC Frisch. Türkis Kraft mit türkisem Wasser. Ja, macht man in die Toilette, hängt da drinnen und ist gut. Wird nachgekauft. Wird nachgekauft. Und ein Weichspüler, den ich sehr, sehr lange nicht hatte, von Soft Lan, Bouquet der Düfte, Paradise Collection. Tolle Aufmachung, toller Duft. Wenn er im Angebot ist, 88, 77 Cent, würde ich mir immer, immer wieder nachkaufen. Es gibt noch einen. Ich glaube, der hat jetzt noch einen Granatapfel oder so mit drauf. Den fand ich, und einen blauen Deckel. Den fand ich aber vom Geruch her nicht so super. Aber der? Top. Kaufempfehlung. So, ihr Lieben, wir haben jetzt erstmal die Sachen Haushalt und Schnabuliersachen durch. Dann fangen wir an mit dem ganzen Beauty-Müll. Beginnen wir mal mit meinem Göttergatten. Der hat von Axe einen Duschschaum und Rasur leer gemacht in der Sorte Copper. Roch so ein bisschen männlich herb. Das war so mit Bergamott und Sandalwood. Ganz, ganz lecker. Oh, ganz toll. Es gab mal eine Kerze mit Bali-Sandelholz, glaube ich. War es von Brise oder war es von Airwick? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, und die roch so ähnlich. Aber fand ich toll. Hier steht ja auch drauf Rasur. Mein Mann hat es versucht zum Rasieren zu verwenden. Er sagt, das war nichts. Also er mochte das nicht als Rasierschaum. Er mochte es nur zum Duschen. Er hat gesagt, wenn ich es finde, soll ich es ihm nochmal nachkaufen. Fand er also gut. So. Dann habe ich dieses kleine Scheißerchen leer gemacht. Ich hatte es heute Morgen schon mit Sarah über WhatsApp. Sie hatte mir ein Bild von einem Gliss-Kur-Shampoo geschickt, was ich auch mal aufgebraucht habe vor ein paar Monaten, und das fand ich nicht gut. Und das gleiche hat sie auch aufgebraucht, und dann sagte ich nur, irgendwie hat Gliss-Kur nachgelassen. Und dieses kleine Ding hat wahrscheinlich bei mir dafür gesorgt, dass ich auf meiner Kopfhaut ganz, ganz viele kleine offene Stellen hatte, dass ich es nicht vertragen habe. Denn ich habe dieses Shampoo angefangen zu verwenden und irgendwann fiel mir dann auf, Mist, du musst ja nochmal Haare färben. Also habe ich dann, hatte ich euch im Haul gezeigt, diese Haarfarbe mir gekauft. Die Haare waren halt nicht frisch gewaschen und ich hatte mir einfach die Haare, also ich habe es dann aufgetragen, die Haarfarbe, und dann war es so, dass nach ungefähr 5 bis 7 Minuten meine Kopfhaut angefangen hat zu brennen. Wirklich, wie die Hölle hat es gebrannt. Und da habe ich gedacht, liegt es an der Haarfarbe? Dann habe ich nochmal 3 Minuten gewartet, und nach 10 Minuten konnte ich es einfach nicht mehr aushalten, und dann habe ich es runtergewaschen. So, jetzt ist die Frage, war es die, die es ausgelöst hat, oder war es das? Ich vermute eher, dass es das gewesen ist, weil ich das ja schon viel, viel eher gehabt habe und die offenen Stellen quasi schon angefangen haben zuzuheilen. Ich glaube nicht, dass es das war. Ich glaube es wirklich nicht. Deswegen, also dieses Ding werde ich, wenn ich das nochmal irgendwie bekomme, ich habe es von meiner Mom, glaube ich, bekommen.
Sollte ich es nochmal bekommen, werde ich das zum Pinselwaschen verwenden oder ich werde es irgendwem anders unterjubeln, der es halt verträgt und wird es mir an sich so nicht mehr nachkaufen. Und der gebe ich noch eine zweite Chance. Wenn das beim zweiten Mal nicht brennt, dann lag es an dem Shampoo. Sollte es dann wieder brennen, dann lag es an der, dann muss ich mir eine neue kaufen. Ich bin aber mit der recht zufrieden und für das, dass ich das echt nur knapp 10 Minuten drauf hatte, muss ich sagen, ist das eine voll schöne Farbe. Könnt ihr vielleicht auch kennen. Und es glänzt. Und ich habe sie mir letzte Woche, vor 2 Wochen gefärbt. Ne? Und das ist ein schönes Rot. Und für 1,45 sieht nicht ganz so aus wie hier, aber es soll es auch gar nicht. Sollte einfach nur aufgefrischt sein. Ich bin momentan mit der vom Farbergebnis zufrieden und das andere kriege ich raus. So. 10 Minuten fast über eine Haarfarbe gesprochen. Okay, wir machen weiter. Dann habe ich ein Duschgel leer gemacht von Avio, das Prickly Pear. Am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, wie geil, es war pink. Bei der Hälfte habe ich gedacht, wann ist es endlich leer? Und als es leer war, habe ich gedacht, yay! Ja, also ich kann es nicht mehr riechen. Ich kann es nicht mehr riechen. Wie gesagt, bis zur Hälfte habe ich es aufgebraucht, dann habe ich es als Badezusatz verwendet, weil einfach der Geruch mir irgendwann auf den Keks ging und irgendwann war der in Kombination mit meiner Haut nicht mehr schön. Keine Ahnung, ob sich irgendwas an meinem pH-Wert der Haut geändert hat. Ich habe keinen Plan. Ich würde es mir nicht nachkaufen. Es war eine Limited Edition, habe ich mir im Sommer gekauft und ja, hätte ich mir mal ein anderes mitgenommen. Aber ich fand es von der Aufmachung schön und es hat im Laden gut geduftet. Und bis zur Hälfte war ja auch alles gut und dann auf einmal. Naja, auf jeden Fall, es ist leer. Ach so, schlaues Kind, du solltest auch mal alles, was du zählst, irgendwie ja, vor dir aufbauen und nicht mang den Haushaltsprodukten stellen. So, habe ich alles? Ich habe alles. Okay. Meine Intimwaschlotion von Yessa ist leer gegangen. Ich finde sie sehr gut. Werde sie mir wieder nachkaufen. Würde aber tatsächlich gerne eine mal von CD oder von Nivea. Die haben irgendwie so einen Pumpspender. Probieren, also eine mir davon kaufen und dann halt die oder die von Rossmann wieder nachkaufen, um das dann da umzufüllen. Weil ich das mit dem Pumpspender ein wenig einfacher finde, weil hier ist es einfach so, dass die Öffnung ziemlich groß ist. Und das ist sehr, sehr flüssig und da kommt immer so viel raus. Also, aber an sich finde ich es gut, 300 Milliliter, 1,75 Euro oder so. Ja, finde ich gut. Dann habe ich ein Deo leer gemacht von Fa, das Aqua. Alleine hat es nicht geschützt in Kombination mit meinen Deo-Roller. Habe ich auch 2 leer gemacht. War es super. Aber ich würde es mir persönlich nicht nachkaufen, weil ich muss mich auch auf ein Deo so verlassen können, dass es auch von alleine hält, ohne die Jungs hier in Kombination. Genau, 2 sind leer gegangen, 1 stand beim Wochenendhaus dementsprechend. Und ein Zuhause. Ganz, ganz toller Deo-Roller, würde ich immer wieder nachkaufen. Ja, kaufe ich so lange, wie es den gibt, weil ich ihn gut finde. So, dann, liebe Cindy, das habe ich von dir zum Geburtstag bekommen. Von Hashtag BeRoutine. How Fresh and Clean ein Wow Waschgel. Ja, mit Bambusextrakt und milden Zuckertensiden. War ein gutes Waschgel, hat gut sauber gemacht, hat keine Pickel oder ähnliches verursacht bei mir. Aber das ist sehr, ihr seht das, ne? Sehr hartes Plastik. Das heißt, man konnte das nicht quetschen, um den letzten Rest da rauszukriegen. Ich habe dann also jedes Mal, wenn ich mir mein bezauberndes Gesicht gewaschen habe, dieses Ding aufgemacht, es rausgekippt und dann benutzt. Ich mochte den Geruch. Der war einfach nur frisch. Und ja, würde ich es mir nachkaufen? Nein. Nicht, weil es nicht gut war, aber mir ging das Gedrücke einfach auf den Keks, dass das nicht so funktioniert hat ab einer bestimmten Menge. Da war vielleicht nachher nur noch so viel drin. Ja, da würde ich dann lieber auf ein anderes zurückgreifen, aber es war mal schön, das auszuprobieren. So. Wer meine Unboxing-Videos gesehen hat, der hat gesehen, dass ich diese Teile bekommen habe von Revival de Loop.
diese Clear-Up-Strips aus dieser Pure Skin-Reihe. Die sind so weiß. Ich habe alle drei auf einmal verwendet. Sie sind vegan. Jetzt heißt das hier oben einfach nur noch Isana. Sie haben aber nicht so viel rausgezogen wie die von Action oder die, die ich mir jetzt bei Wish bestellt habe. Deshalb, ich würde mir die, geht ja eh nicht, aber die von Isana auch persönlich nicht nachkaufen. Aber super, dass ich sie mal ausprobieren konnte. Vielen Dank nochmal an dich. Dann habe ich meine Micellenreinigungstücher leer gemacht mit dem Bambi drauf. Finde ich großartig. Ich habe jetzt schon angefangen, meine ganzen Sachen vom Wochenendhaus mitzunehmen. Da sind dann auch noch ein paar angefangene blaue Nivea-Tücher. Die werden natürlich dann jetzt irgendwie mal die Tage leer, denn, oder den nächsten Monat. Also wenn ihr nächsten Monat zwei seht, dann habe ich halt erst die blauen leer gemacht und dann nochmal die. Wobei die haben jetzt ein anderes Design. Da ist jetzt ein Pinguin drauf, der auch furchtbar niedlich ist. Ja, also würde ich mir definitiv wieder nachkaufen, weil ich die großartig finde. Auch in dem Paket hatte ich diese Hyaluronmaske, eine Tuchmaske. Die war sehr, sehr reichhaltig. Veganes Produkt finde ich sehr, sehr gut. Gibt es bei Rossmann, glaube ich. Und würde ich mir nachkaufen. Hat meine Haut mega gut Feuchtigkeit gespendet. Habe ich gemacht, nachdem es nochmal jetzt die Tage so warm war und ich das Gefühl hatte, dass meine Haut so ein bisschen spinnt, habe ich das nochmal benutzt. War großartig. Auch großartig von Isana, die Augenpads Q10, würde ich mir immer wieder nachkaufen. Ja, liegen bei mir im Kühlschrank. Was ich mir nicht mehr nachkaufen würde, ist von Shavens die Luxusmaske. Die haben ja hier die Verpackung geändert und irgendwas müssen die auch an dem Duft verändert haben, weil das riecht einfach nur noch, Entschuldigung, aber nach alter Frau. Also es gibt ältere Damen, die haben eine bestimmte Parfümsorte, die einfach so eklig süß ist. Ich mag das nicht. Und genauso riecht das für mich. Und deshalb würde ich mir die nicht nachkaufen. Wenn ich noch welche haben sollte, ich glaube zwar nicht. Dann würde ich die einfach in einem Wander- oder Trash-Paket oder so reinpacken. Also ich kaufe sie mir nicht mehr nach. Hingegen das von Aveo, das Kokos-Vanille-Duft-Peeling, Salz-Peeling, würde ich mir, nee, Zucker-Peeling, Entschuldigung, nicht Salz, Zucker-Peeling, würde ich mir wieder nachkaufen. Roch gut, hat wirklich die Haut geschmeidig gemacht, hat mir für zwei Anwendungen gereicht. Problematik ist einfach, dass bei diesen Teilen es schwierig ist, das rauszuholen. Und wenn du unter der Dusche stehst und deine Hände sind schon so glitschig, ist es halt furchtbar. Deswegen hatte ich mir das dann umgefüllt und somit hat es für zwei Anwendungen gereicht. Hatte das jetzt ja schon mal von Sarah, hat das mir ja jetzt nachgekauft. Komme ich wieder zu Müller, wäre es für mich ein Nachkaufprodukt. Auch diese Kokosdammmaske, wo man halt diese Gurkenscheibchen hat, habe ich aufgebraucht und würde ich mir auch wieder nachkaufen, weil ich die gut fand. Aber das erzähle ich euch auch ganz oft. So, dann ist eine Zahnpasta leer gegangen von Colgate, die Komplett 8. Ja, war eine Zahncreme. War nicht scharf. War eine Zahncreme. Ich kann euch dazu nichts sagen. Aber da müsste nachher, glaube ich, noch eine kommen. Könnte durchaus sein. So, dann machen wir mal weiter mit Badepuder. Und zwar vom Body and Soul Wellness Spa Tradition oder Japan. Ja, Japan Spa Tradition. Super, ganz, ganz toll. Hat das Badewasser so ein bisschen rosa eingefärbt, hat sehr, sehr gut gerochen. War wirklich großartig. Und ich habe noch eins und komme ich wieder zu Müller und das gibt es noch. Dann kaufe ich mir das wieder nach. In dem Paket von meiner Brieffreundin befand sich dieses Pure and Basic Dusch. Von Pure and Basic diese Duschcreme mit Kirschblüte. Ja. Und Milch. Ganz, ganz tolles Duschgel. Super pflegend, fand ich. Super gerochen. Nur leider Mikroplastik. Aber der Duft, ne? Also, wenn ihr diesen roten Netto um die Ecke habt und euch ist das egal, ob da Mikroplastik oder was auch immer drin ist, dann geht da mal dran schnüffeln. Ich glaube, die kosten auch nur 55 Cent oder so, aber die sind toll. So, also, auch großartig. Sinni, ich glaube, das wäre auch was für dich.
Oder auch für dich, Sarah. Also, ne? Ja, war toll. Aber leider, leider Mikroplastik. Dann von Action habe ich so eine Nagelhautmaske gemacht. Die hatte ich ja schon Cindy gekauft und verschenkt. Und dann habe ich sie mir selbst jetzt nochmal gekauft, weil ich sie ausprobieren wollte. Ich fand es so ein bisschen frickelig, diese einzelnen Teile hier auseinanderzumachen und auf die Finger zu setzen. Weil bei mir sind die öfter mal so halt eingerissen, die Teile. Aber ich habe sie dann 15, 20 Minuten drauf gehabt und ich muss sagen, meine Hände sahen danach wirklich besser aus. Ich merke, es geht jetzt wieder auf die kalte Jahreszeit zu. Sie werden wieder sehr rau hier an der Seite und ja, ich bin halt viel am Cremen und Pflegen. Und ja, aber ich werde mir die durchaus nochmal nachkaufen. Was ich mir auch immer wieder nachkaufen würde, wollte ich sagen, von Dragon the Secret Mountain. So ein toll duftender und Badeschaum mit so viel Schaum. Toll. Ja. Ich glaube aber, dass es den gar nicht mehr gibt, weil der aus dem Sortiment gegangen ist. Der war mit Himalayan Honeysuckle. Und ja, ganz toll. Ganz, 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 ganz toll. Mein Mann hat auch so einen Clear-Up-Strip leer gemacht von Action für die Nase. Ich glaube, da kommt noch einer. Ja, das macht er so zwei, dreimal im Monat, je nachdem, wie er Lust hat, manchmal auch gar nicht. Dann habe ich nochmal diese Maske leer gemacht, die Bio Foxy. Ich sah wieder aus wie ein kleiner richtiger Fuchs. Finde ich großartig, die Maske. Ich habe noch ein paar davon und die verwende ich sehr, sehr sparsam, weil ich einfach nicht möchte, dass sie leer geht. Und ja, falls jemand vom Balea-Team dieses Video sehen sollte, bitte wieder ins Sortiment bringen, damit ich noch ganz oft eine Füchsi sein kann. Danke. So, der junge Mann hat auch zwei Deo-Roller alle gemacht. Natürlich, einer stand beim Wochenendhaus, einer stand hier. Das ist das männliche Pendant zu meinen Nivea Men. Nivea Men Protect and Care, 0% Aluminium, 0% Alkohol. Ihr kennt es. Er schwört drauf und wird immer wieder nachgekauft. So, dann habe ich einen Körperschaum leer gemacht von meiner lieben Sarah, Lemon Taste. War ganz, ganz toll. Hatte ich im Sommer angefangen, habe es jetzt zu Ende benutzt, weil ich einfach nicht wollte, dass das Ding kippt. Hat es sehr gut nach Zitrone gerochen, hat mir gut gefallen. Würde ich mir wieder nachkaufen, aber auch das ist natürlich eine Limited Edition. So, dann nochmal vom Balea der Rasierschaum. Tropic Papaya. Sehr, sehr lecker, sehr toll. Würde ich mir auch nachkaufen, aber ich glaube, den gibt es nicht mehr. Limited Edition. Ich habe jetzt einen von Rossmann. Da ist dieses Sprühköpfchen quasi. Das geht so schwer, da kommt so wenig raus. Das macht mich immer wahnsinnig. So, dann hat der junge Mann von Otto Kern Cool Contrast Man mit Cooling Effect Body and Hair Shampoo. 7,5 Milliliter leer gemacht. Hatten wir auch mal in dem Paket von der lieben Abonnentin. Hat ihm sehr gut gefallen. Er sagt, aber da könnte er auch Nivea Shampoo Duschgel kaufen. Aber es hat ihm gefallen vom Duft her. Stand auch beim Wochenendhaus. Und ich soll nochmal sagen, vielen lieben Dank. So, dann hat er, weil er die alleine benutzt, einen Zahnseidestick leer gemacht mit Reiseetui. Ja, kauft er sich öfter mal oder halt richtige Zahnseide. Dann haben wir zweimal Wattepads leer gemacht: einmal Today von Penny und einmal CN von Lidl. Die von Lidl immer wieder nachgekauft. Zählen wir nicht, weil wir es beide leer gemacht haben. Die von Today. Totaler Schrott. Als ich die Packung aufgemacht habe, kam mir erstmal die Hälfte entgegen. Das hat nicht richtig gehalten. Dann waren die sehr voluminös und sehr fusselig und ich konnte damit schlecht das Make-up entfernen, schlecht Nagellack abmachen. Absolut Schrott. Kein Nachkaufprodukt. Auch kein Nachkaufprodukt von Cadiavera, die Maske, die klärende Maske, die hat gebrannt wie Feuer. Nach 3 Minuten habe ich die runtergenommen, weil ich es nicht mehr ausgehalten habe. Ja, kaufe ich nicht nochmal. Kaufe ich nicht nochmal. Die andere Packung, die da noch ist, die jubel ich jetzt meinem Mann unter und da muss er die benutzen.
Auch von meiner Brieffreundin im Paket von Balea Tiefenentspannung, die Badeperlen mit Orchideen- und Vanilleduft. Ja, sehr, sehr lecker, sehr toll. Aber eher ein Winterduft für mich, weil er durch die Vanille ein bisschen schwerer ist. Dann hat mein Mann nochmal so einen Clear-Up-Strip für die Stirn leer gemacht von Action. Muss ich euch nichts zu sagen. Hier ist nochmal der zweite für, ne? Für die Nase. Genau, hat er auch leer gemacht. Dann haben wir noch eine Meridol-Zahnpasta leer gemacht. Ja, muss ich euch auch nichts mehr zu sagen. Ihr kennt es. Mein liebsten Nagellackentferner. Strong and Clean Nail Polish Remover von Essence. Immer wenn ich bei Kaufland bin, weil der bei uns nur für 99 Cent gelistet ist, nehme ich ihn mit und kaufe ihn, sodass ich halt immer wieder ein paar Backups habe. So, dann habe ich hier noch drei Masken, vier Masken. Alles Limited Edition von Müller. Einmal die Summer Spirit, die war rot, hat mir super gut gefallen. Ist eine Limited Edition, wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Die ist vom letzten Jahr, die California Dreaming Mask. Die hat super gut Feuchtigkeit gespendet. Dann die Zuckerwattemaske mit dem Flamingo-Roch, einfach nur süß und gut, ein bisschen nach Erdbeer. Und dann nochmal die Superfood-Mousse-Maske mit Goji-Beeren-Extrakt und Kokoswasser. Auch eine Limited Edition. Hat mir auch gut gefallen. Hat die Haut wirklich so ein bisschen prall werden lassen. Ja, dann eine Handcreme, die hatte ich auf Arbeit mit von Cien mit Kirschblüte. Die gibt es so nicht mehr. Ich glaube, ich habe noch eine. Irgendwo. Ja, okay. Aber ist mir mittlerweile zu süß, ist nicht mehr meins. Und hatte ich auch auf Arbeit von Balea Lippenbalsam Protect. Habe ich irgendwann mal von Sarah bekommen. Ja, ich habe auf Arbeit so eine Kosmetiktasche, wo ich immer alles reinstopfe. Und da sind dann halt auch so eine Dinge drin. Und ja, versprühte Lippen. Ich quatsch ganz viel, muss ich. Auch mit den Kunden oder mal mit einem anderen Kollegen und so weiter. Und wenn du dann viel am Telefonieren, viel am Sappeln bist, wird irgendwann das spröde und ich muss auch immer Bonbons da haben, damit die Stimme halt nie weggeht und viel trinken. Und ja, da schmiere ich mir dann auch schon öfter mal die Lippen ein. Die Kollegen kennen das. Und den fand ich sehr, sehr gut. Ich weiß gar nicht, ob es den gibt oder nur zur Winterzeit. Ja, kann ich mir vorstellen, nachzukaufen, wenn ich die anderen 99.000 leer habe. So. Ihr Lieben, noch eine Sache Pflege und dann machen wir den Rest dekorativ. Nach fast 5 Jahren habe ich dieses Schätzchen aufgebaut. Das ist von Sephora Cotton Flower, ein Badezusatz. Ich hatte den auch in Mango, den mit Mango habe ich schon vor. Ich weiß nicht, wann aufgebraucht. Und jetzt habe ich gedacht, komm, bevor dir das Ding kippt, brauch es auf. Der Geruch war gut, es hat geschäumt wie Hulle. Da war wirklich nicht viel drin. Ich weiß gar nicht, steht das hier? Milliliter, also nicht wirklich viel, war da drin. Hat, wie gesagt, gut gerochen. Habe ich vor über 5 Jahren in meinen Flitterwochen gekauft, als wir in Paris waren die Woche. Und ja, aber man kann nicht Ewigkeiten alles aufheben. Auch ich muss mal Dinge aufbauen, an denen ich hänge. Und somit habe ich es jetzt aufgebraucht. Da habe ich mir echt einen Tag gesucht, wo es mir wirklich mies ging. Das war echt so ein richtiger Kacktag auf Arbeit. Und dann kam ich hier nach Hause und habe ich mich in die Wanne gelegt, habe mir die Fuchsmaske gemacht, habe damit gebadet. Und danach war die Welt halb wieder in Ordnung. Aber noch halb. So, wir machen dekorativ. Eine Sache, die ich aussortiert habe, ist dieser Edding-Lack. Das ist ein Schnelltrocknungslack. Wie ihr seht, da ist noch was drin, aber das ist total zähflüssig. Da passiert nichts mehr. Ich habe diese Drops von P2 reingemacht, hat nicht mehr gelangt. Dementsprechend ist der aussortiert, wird also nicht gezählt. Dann habe ich drei Nagellacke tatsächlich leer gemacht. Ich habe jetzt alle Lacke, die ich habe, durchgeguckt und habe alles nach vorne geholt, wo nur noch so viel oder nur noch die Hälfte drin ist. Ich will die leer haben. Unter anderem durfte dann auch dieser dran glauben. Das ist eine wunderschöne Herbstfarbe mit so rotbraun mit Glitzer. Das ist die 116 Gorgeous Bling Bling. Ja, leer.
Dann von Sally Hansen, Nails, Hard as Nails, Sally Hansen, habe ich mal von meiner damaligen Nachbarin Jette bekommen. Ganz tolle Farbe, ich habe noch so eine ähnliche. In der 370 No Hard Feelings. Mochte ich sehr gerne. Habe ich sehr geliebt, diese Farbe. Hatte ein sehr dünnes Pinselchen. Und aus der The Metals-Reihe von Essence diesen grünen. Ich denke, ihr könnt es sehen, ne? Dass ich ihn leer gemacht habe. Davon hatte ich zwei. Einen von Uli und einen von Silke. Haben sie mir unabhängig damals zum Geburtstag geschenkt oder zu Weihnachten. Entweder Geburtstag oder Weihnachten, ich weiß es nicht. Das ist die 35 Rock My Soul. Ganz, ganz super. Wie gesagt, ich habe den anderen davon noch und von daher durfte dann auch der eine leer werden. Dann habe ich ein Fixing Spray leer gemacht von Essence. Ein Mattifying Spray hatte ich von Uli. Der Geruch war grauslich. Bin froh, dass es leer ist. Ich hatte in dem Paket von der lieben Abonnentin so viel Fixing Sprays. Ich brauche erstmal mir nichts kaufen. Ich würde ihn mir aber auch nicht nachkaufen. Der Sprühkopf war okay und das, was sozusagen auf das Gesicht raufrieselte, war auch okay. Aber kein Nachkaufprodukt aufgrund des Geruchs. Was ich mir nachkaufen würde, oder weiß nicht, ob es das noch gibt, das ist ein Prime and Care Spray von Catrice Energizing mit Grapefruit, Kiwi und Vitamin C. Das habe ich halt immer vorher benutzt. Ganz toller Geruch, ganz feiner Staub, der da rausgekommen ist, zum Vorbereiten vom Gesicht, war super. Ich werde mir die auch aufheben, falls ich mal Fixing Spray habe, wo das einfach nicht so ganz toll ist vom Sprühkopf her, dass ich das dann einfach umfüllen kann in das hier. So, dann habe ich von. Komm wieder her. Von Makeup Revolution, The One Foundation, leer gemacht. Sieht ein bisschen versifft aus. War recht ölig. Das ist die Shades 2. War sehr hell, habe ich aber dann benutzt, um halt von diesen ganzen Proben, die ich hatte, die Make-ups, die so dunkel waren, einfach damit dann aufzuhellen. Ja, hat gut funktioniert. Ist leer. Freue ich mich drüber, dass es leer ist. Würde ich mir vielleicht auch nochmal nachkaufen. Lash Princess, die Original, muss ich euch auch nichts mehr zu sagen. Finde ich großartig. Und aus der Exit to Explore von Essence. Ein Refreshing Lipstick in der Farbe 02 Apricot Cockatoo von meiner lieben Cindy. Ja, den hatte ich in der Handtasche. An den habe ich halt immer wieder raufgeschmiert. Ne, so auf Arbeit und so. Der hat die Lippen so ein bisschen glänzen lassen. Ja, der war so hell. Hat jetzt aber nicht großartig Farbe abgegeben. Und er hat halt ein bisschen minzig geschmeckt, deswegen auch dieses Refreshing. So, ihr Lieben. Wir zählen mal ganz fix meine Produkte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 und 37, 38, 39, 40, 41. Gut, 41 für mich und 1, 2, 3, 4. 6, 7, 8. Für den jungen Mann. Ihr Lieben, das war das aufgebraucht Video. Ja, knapp eine halbe Stunde, das ist okay. Ja, ich sag euch ganz lieben Dank fürs Zusehen und dann freue ich mich, wenn ihr auch beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bye, eure Foxy.